Herzlich willkommen beim Schwabensacker Talk. Heute zu Gast Thomas Holzapfel. Thomas, herzlich willkommen. Wir sprechen heute mit dem Thomas über die Beendigung seines Engagements bei Türkspor Augsburg, dem Bezirksoberligisten, vor einer Woche. Ja, Thomas, vor der Saison zu Türkspor gewechselt, vor einer Woche das Engagement von deiner Seite aus beendet. Wieso diese Entscheidung nach 5 Monaten? Ich habe momentan das Gefühl gehabt, die letzten paar Spiele, dass es nicht mehr so rüberkommt, wie ich das eigentlich versucht habe rüberzubringen. Man hat es auf dem Platz gesehen. Die Einstellung hat schon gepasst und alles, aber irgendwie waren wir auf der Stelle. Wir haben einen guten Anfang gehabt, haben wir damals das Interview geführt, war okay und dann mit viel Euphorie dann weitergegangen, dann kamen ein paar Tiefschläge und die letzte Zeit stagniert eigentlich alles. Wir haben viel gearbeitet unter der Woche, aber im Spiel ist nicht das so rüberkommen, wie ich mir das eigentlich auch mit vorgestellt habe und darum habe ich vielleicht ein bisschen überraschend dann folgenden Dienstag zusammen in Abstimmung auch mit der Abteilungsleitung dann für mich selber die Konsequenzen zu ziehen. Thomas, wenn man sich deine Bilanz ansieht, 4 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen, ihr standet zu dem Zeitpunkt, wo du dein Engagement beendet hast, mit 16 Punkten auf dem 13. Platz. Das wird ja am Ende der Saison den Abstiegsrelegationsplatz bedeuten. Es wäre aber doch schon noch genügend Zeit gewesen, jetzt die Weichen in Richtung Mittelfeld oder oberes Tabellenviertel, Drittel zu stellen. Wäre die Möglichkeit mit da gewesen zu sagen, okay, ich probiere es jetzt nochmal Januar, Februar, März? Wäre mir vielleicht eine Möglichkeit gewesen, das stimmt. Ja, im Nachhinein, klar, gibt es natürlich mit Sicherheit ein paar Gründe, aber die hätten dafür gesprochen, weiterzumachen. Aber ich habe den Schritt jetzt gemacht. Okay, vielleicht die 2 Spiele noch bis zum Winter hätten wir vielleicht noch machen können, okay. Aber ich habe einfach nach dem Kaufbeuren-Spiel das Gefühl gehabt, dass eigentlich nichts weitergeht. Und über den Winter dann wollte ich dann der Mannschaft bzw. der Abteilungsleitung nochmal die Möglichkeit geben, mit denen 2 Spiele plus die Winterpause dann für die Rückrunde die Weichen nochmal zu stellen. Und ich war halt in gewissen Dingen ein bisschen enttäuscht damit und habe mir das auch ein bisschen anders dann auch vorgestellt und darum habe ich eigentlich den Schritt dann gemacht. Ich meine, letztendlich war es dann okay von mir auch die Konsequenz. Von der Abteilungsleiter wäre es vielleicht auch noch weitergegangen, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass die im Winter eventuell auch geguckt hätten, ob dann etwas anders machbar wäre, trainermäßig. Und darum habe ich jetzt, um das Ganze rauszunehmen, den Druck rauszunehmen, auch von den Türken, um hier einen Trainer wieder zu entlassen, wie vorher gesagt, den Peter Hartmann, dass ich eben gesagt habe, okay, beende es. Und somit habe ich dann die Konsequenzen gezogen. Wie haben denn die Spieler deine Entscheidung aufgefasst? Also ich habe nach dem Spiel dann mit dem Abteilungsleiter gesprochen, mit Martin Göbbels, und ich habe gesagt, er soll es der Mannschaft weitergeben, so dass vielleicht einige enttäuscht waren und einige vielleicht nicht. Weiß ich jetzt nicht, ich habe bis dato die Mannschaft noch nicht sprechen können, weil ich war jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag ein bisschen schlecht beieinander. Darum bin ich da daheim geblieben. Ich wollte nochmal ins Training, will mich auch nochmal verabschieden von allen, wenn die das wünschen. Natürlich mit den paar Sachen auch noch vielleicht das eine oder andere noch klarzustellen. Aber im Großen und Ganzen ist das so in der Bezirksoberliga auch Geschäft, das läuft dann weiter und tut vielleicht momentan für den einen oder anderen ein bisschen mehr weh. Und für mich natürlich auch, weil ich es mir ein bisschen anders vorgestellt habe, aber ansonsten läuft das Ding weiter. Wenn man sich die Entwicklung im Amateurbereich anschaut, Thomas, da werden ja mittlerweile in dem Bereich, in den unteren Amateurligen, wo wir uns befinden, mittlerweile ja mehr Trainer und früher entlassen als im Profibereich. Findest du diese Entwicklung gut oder sollte man den Trainern einfach auch mehr Zeit geben, über Jahre hin im Amateurbereich gerade eine Mannschaft aufzubauen, zu formen und was für die Zukunft aufzubauen? Also bin ich auch absolut der Meinung, man muss denen mehr Zeit geben, wobei halt viele dann immer Panik kriegen, wenn es um einen Aufstieg geht und es geht nicht oder wenn es gegen einen Abstieg geht und man steht mal hinten drin. Meine Einstellung ist eigentlich und war schon immer die, wenn die Chemie zwischen Mannschaft und Trainern stimmt und die Abteilungsleitung die Mannschaft fragt, ob das nur Sinn hat und die Mannschaft dann sagt, es geht nicht mehr, dann bin ich der Letzte oder war auch immer der Letzte, der gesagt hat, ich muss hier weitermachen. Was ich absolut nicht verstehen kann, ist, wenn
wenn das eigentlich gut läuft, die Mannschaft ist engagiert, es passt alles und dann meint irgendjemand aus der Verantwortung, Vorstandschaft, Abteilungsleitung, er muss hier ein Zeichen setzen und dann die Trainer rauskippen, weil auch in der Zeitung jetzt gerade von oben, Bundesliga oder was, zwei Trainer rausgeschmissen worden sind, das kann ich also nicht nachvollziehen. Und das stimmt schon, die Entwicklung geht wirklich einfach zu schnell. Im Amateurbereich ist es Amateurbereich und da sollte man den Jungs auch Zeit geben. Wie gesagt, immer in Absprache, weil es gibt so Situationen, da passt einfach der Trainer nicht zur Mannschaft. Dann muss man darüber reden. Aber also von der Abteilungsleitung her oder von der Vorstandschaft her zu sagen, ich muss gehen, weil wir das jetzt wollen, ist Schwachsinn. Jetzt steht ja der Winter vor der Tür, Thomas. Viele Vereine stellen jetzt schon die Weichen für die neue Saison. Liegen dir eigentlich jetzt schon wieder Anfragen vor, vielleicht schon im Februar, März eine Mannschaft zu übernehmen? Oder sagst du, okay, wenn dann überhaupt, erst wieder dann zur neuen Saison ein Engagement? Also aktuell liegt überhaupt nichts vor. Klar, weil es natürlich noch frisch ist und ich weiß jetzt auch nicht, wie weit es jetzt da in die einzelnen Regionen vordrungen ist. War auch nicht beabsichtigt von mir, dass ich das jetzt hinaustrage, sondern das ist eine Sache zwischen Türkspor und mir. Auf der anderen Seite ist natürlich Bezirksoberliga in der Zeitung. Wie gesagt, aktuell keine Anfragen. Man soll nie sagen, ich weiß nicht, momentan bin ich natürlich leer, das ist logisch. Auch ein bisschen enttäuscht über mich selber, dass das nicht so überkommen ist. Aber wie gesagt, man muss gucken, was kommt. Sollte was ganz Interessantes kommen, für die Rückrunde weiß man es nicht, vielleicht. Ansonsten vielleicht für die neue Saison wieder Engagement. Jetzt hast du ein bisschen mehr Freizeit wie sonst. Nutzt die eigentlich, damit du auf dem Laufenden bleibst, indem du dir das ein oder andere Spiel anschaust. Jetzt ist, wie gesagt, jetzt ist noch ein, zwei Spieltage in die unteren Ligen, aber jetzt kommt ja die Halle. Wie wirst du da deine Zeit verbringen? Also ich habe jetzt, ich kenne ja viele Fußballer, die in verschiedenen Vereinen spielen und den einen oder anderen schaue ich dann natürlich immer wieder an, vielleicht Eichach oder mal rein. Solche, wo die ehemaligen Gastrofauer spielen. In der Halle vielleicht das eine oder andere Turnier, Vorrundenturnier vielleicht, aber in der Halle, ich bin eigentlich nicht so ein Heimfreak. Also wenn es ein ganz gut besetztes Turnier ist, werde ich gucken, ansonsten ist eh nur noch jetzt ein Spieltag und habe jetzt auch am Wochenende nichts gemacht und ja, dementsprechend mal gucken, vielleicht das eine oder andere in der Halle, aber ansonsten jetzt nichts. Gut, Thomas, wir vom Schwabenserver bedanken uns für das kurze Interview und deine Stellungnahme zu deiner Trennung von Türkspor. Ja, liebe Schwabenserver-Fans, es stehen nur ein, zwei Spieltage aus. Wir wünschen euch auf diesem Wege alles Gute für die letzten Spiele und hoffen, dass wir euch auch in der Hallenrunde dann hier bei Schwabenserver TV begrüßen können. Bis dahin, tschüss. Servus.